Also, Super Mario 2, Yoshi's Island, Yoshi's Highland. Ich werde sehr, sehr häufig, das sage ich jetzt schon mal, sehr, sehr häufig Save States nutzen, weil das Spiel es unter anderem quasi in sich einprogrammiert hat, dass es manchmal auch einfach Save States löscht. Also die im Spiel. Deswegen soll man zwingend auch speichern und den ganzen guten Kram. Ansonsten, für die Leute, die sich noch erinnern können an das Super Mario 64 Chaos Edition, das ist so ungefähr in dem Stil. Also das ist, es wird einfach nur fantastisch werden. Apropos Karl übrigens, ich hab was Tolles Neues. Oh no! Ist nicht fantastisch? Oh. Ich bin sehr, sehr stolz auf alles, was wir hier so haben. Also das, Also, pass auf. Yoshi's Island 2, allerdings nicht so, wie wir es kennen, sondern in ganz fantastisch. You can blank, blam, blam, blam. Es ist so, dass Objekte willkürlich erscheinen, willkürlich auch verschwinden, dass Objekte willkürliche Besiegen haben und ich habe keine Ahnung, was passiert. Also es ist, im Grunde genommen ist das, im Grunde genommen ist das Mario 64, die Chaos Edition, nur in 2D. Es ist sehr, sehr herrlich. Ich bin sehr, sehr froh, dass dieser Hack existiert und ich bin sehr, sehr glücklich darüber, dass Falky ihn mir damals nahelegte. Plötzlich fliegen Pfeile durch die Gegend. Das sieht bis hierhin alles noch relativ erträglich aus. Allerdings war das ja auch erst das Intro-Level. Ich werde jetzt mal einfach safe staten. Wir sollen das regelmäßig tun. Und wir werden das regelmäßig tun, weil ansonsten werde ich dieses Spiel wahrscheinlich 200 Mal von vorne anfangen und das wollen wir natürlich nicht. Genau, Mario 64 muss man durchspielen, weil wir erwarten natürlich 100%. Das ist das Mindeste, was man ja wohl erwarten kann. Entschuldigung mal bitte. Normalerweise müsste ich... Normalerweise müsste ich das dann so weit treiben, dass ich da... schnell Luigi freischalte. Und das dann doch mal durchspielen. Das ist das, was passieren wird. Alter, was zur Hölle, Mann? Die Typen spawnen nicht. Jetzt spawnen sie. Was? Ein grauer... Ich weiß immer mehr, was passiert. Wo bin ich? Muss ich hier hin? Warum kommt Yoshi die ganze Zeit weg? Dafür kennen wir die Musik. Das ist ein guter Punkt. Das beruhigt mich sehr immer. Plötzlich erscheint ein rollender Vogel unter mir. Es kommt mir aus dem wahren Leben sehr, sehr bekannt vor. Ist das Spiel überhaupt schlagbar? Was geschieht? Nein! Weg! Gib mir mein Baby zurück! Was ist das? Das ist ein Ei. Die Wolke ist nicht da, mit der ich normalerweise hier hochkomme. Jetzt ist sie wieder da. Was will... Pass auf. Ich versuche jetzt, da hochzuschießen. Ich versuche nicht, da hochzuschießen. Ja, alles ganz normal. Alles ist im Bereich des Grünen. Was auch immer das war. Ich bin erstaunt davon, dass es überhaupt noch weiterläuft. Ich bin davon... Meine Eier sehen jetzt aus wie mehrere Menschen. Es könnte... Ein Airjump? Ich weiß nicht mehr, was ein Airjump ist. Es ist möglich, dass man irgendwie... Ja, diese Kackblumen da mir irgendwie geben. Ich habe immer nur große Eier. Der Typ verschwindet einfach. Ja, nee, warum sollte er das auch nicht tun? Ich verstehe es ja. Wenn man mich... Ja, nein. Was geschieht? Gut, nee, wir... Genau.
Wenn meine Eier so aussehen, sollte man den Hodensack zwingend in kaltes Wasser. In kaltes Wasser halten. Oder zum Arzt gehen. Oder eins nach dem anderen. Also bis hierhin geht's ja dann noch. Das ist. Oh. Gut, da ist ja dann quasi alles geregelt. Und ja, das ist deutlich besser als Getting Over It, weil hier kann ich zumindest irgendwelche Sachen eingeben. Das Spiel tut zumindest das, was ich sage, im Gegensatz zu Getting Over It. Wo sind meine Eier hin? Ich hatte doch gerade irgendwie zwei. Fick dich! Geh! Geh! Ich durf nicht, du! Was? Ist dieses Spiel spielbar? Das ist jetzt die Frage. Die Frage ist, ist es möglich? Warum habe ich zwei extra Leben bekommen? Ist es möglich? Hashtag Pause. Können wir auch. Man könnte theoretisch auch mal Sachen spawnen, die mir irgendwie helfen. Das war nicht ganz das, was ich meinte. Danke. Aber netter Versuch, Spiel. Vielen lieben Dank. Nee. Für alles, was du für mich tust. Behalte jetzt bewusst meine drei Eier. So. Damit ich jetzt gleich schnell. So. Nein. Das stehen komische Objekt. Geh. So, jetzt. Du doofe Pflanze. So. Nein, nein, nein. Was? Warum ist diese Scheiße nicht hier? Jetzt, nein! Okay, Moment. Wir haben vielleicht eine Idee. Was ist das? Wir könnten aus der Entfernung schießen. Wenn das jetzt respawnt, das nicht mehr. Jetzt habe ich einen Plan und es respawnt nicht mehr. Und nee, warum auch? Wollte ich auch gar nicht. Jetzt. Ja. Nein. Meine Blume ist weggefallen. Meine Blume ist weggefahren. Nee, es. Moment, das könnte mir helfen. Das könnte mir sehr stark helfen. Nee, wird's aber nicht, weil die Blume. Kommt die jetzt nicht mehr wieder? Hab ich. Was? Das hätte beinahe funktioniert. Yes! Ich weiß nicht, gut, wir sind auf jeden Fall weiter als vorhin noch. Also ist zumindest schon mal Fortschritt. Ja? Nee. Du trägst mich da jetzt nicht runter, ich hasse dich. Das möchte ich gerne bei mir behalten, für den Rest meines Lebens. In dem Moment, in dem ich das sage, verschwindet das Ding plötzlich. Nee, ist gut. Komm, geh. Wir werden jetzt... Yes! Yeah. Alter. Meine Blume ist weggefahren, der Alte. Schlechter Gärtner. Lustigerweise wurde mir damals ja vorgeschlagen in der Berufsberatung, als wir damals auf dem Gymnasium da waren. Hashtag sagt er natürlich nur, weil er Streber war, dass ich ja Gärtner werden soll. Offenbar hatten sie nicht ganz recht damit. Womöglich. In keine random Türen, ansonsten immer 1-1? Echt? Das wäre mies. Das wäre sehr, sehr mies. Wir werden das dann wohl mal so hinnehmen. Oh, ich habe Angst. Okay. Watch out. Ja, das mache ich doch sehr, sehr gerne. Gymnasium, genau. So spricht man das aus unter uns Gymnasiasten, Alter. Warte mal. Moment, wenn die Dinger nicht irgendwie voll... Schön, dass die roten... Ich wollte gerade eigentlich sagen, dass die Dinger ja normalerweise nur geradeaus runterfallen, aber das tun sie... Und... Tun sie natürlich überraschenderweise nicht. Ja, nee, ist klar. Können wir mir mehr Eier geben? Danke. Moment. Hä? Ich habe diesen komischen Blöcken nie vertraut, aber das jetzt einfach mal Bomben werfen ist schon. Also. Das ist jetzt Next Level Shit. Ja, nein. Ja, so, guck, zumindest das schon mal. Keine Ahnung.
Man könnte mir den Checkpoint ja einfach mal geben, aber wer will das schon? Ist ja jetzt auch Quatsch. Heilige Sch... Was? Gib mir... Ja. Okay, jetzt. Jetzt nicht mehr vergeigen. Jetzt. So, yes. Schön. Komm, wir schreiten voran. Und... Oh nein, jetzt kommt gleich diese komische Sektion mit dem komischen Power-Up, oder? Jetzt kommt gleich das komische Power-Up. Du warst nicht gemeint, danke. Ist da komisches Gekrützel. Nicht gekrützelt mit wie ich jetzt, sondern... Ich habe sowas nicht gemacht. Ich mach sowas nicht. Ich bin ein Brahma, kleiner Panda. Wie ein Brahma-Bulle sozusagen. Ich bin ein Klotz. Das ist der legitime Nachfolger von Ich bin ein Schild. Ja, tschüss. Tschüss, ich. Ich werde jetzt mal einfach so frei sein, nicht zu versuchen, überhaupt erst diese ganze roten Münze einzusammeln. Schweige denn die Blumen, wir werden jetzt einfach... Wir werden einfach gehen. Hashtag Größe halt, genau. Das Übliche. Boah, ich hatte jetzt gerade für eine Sekunde Panik, dass dieser dumme Block einfach verschwindet. Nein, du wirst hier bleiben, du kleiner, doofer Lamm. Tschö. Puh. Was hat überhaupt Schaden... Geh weg jetzt! Was hat überhaupt Schaden gemacht? Hier ist ja nichts. Plötzlich natürlich alles wunderschön. Genau, man sollte stattdessen jetzt immer... Ich bin mal so frei sagen, ich bin mal so fly. Das trifft auch zu 100% auf mich. Deswegen müssen wir das auch so tun. Mach jetzt, ich bin am Speedrun, Mann. Wir haben keine Zeit für so einen Scheiß. 16 Punkte. Hör mal bitte, das ist ja nicht mal mehr mein Alter. Also, sehr viel höher als das. Also, wollte ich natürlich eigentlich gesagt haben. Ich bin jetzt die Frage, wer mir das glaubt. Wahrscheinlich jeder, offiziell. Aber das Ei war schlecht. Das ist ein guter Punkt. Das war wahrscheinlich. Das ist einfach schlecht. Cave of Chomprock. Ich gehe dann mal. Wir werden uns mit solchen Leuten einfach gar nicht mehr einlassen. Wurde gerade gefragt, ob ich Tee in meine Tasse gegossen habe. Meinst du, ich nipp da die ganze Zeit dran, ohne dass da was drin ist? Das wäre fantastisch gewesen. Das ist das, was diese Spiele aus mir machen. Das ist das, was... Ja, gib mir einen Checkpoint. Tschüss, mein kleiner Freund. Ich wollte auch eigentlich gar nichts mit dir zu tun haben. Das ist ja Wahnsinn. Dass diese Spiele mittlerweile... Dass die Sachen dann aus mir gemacht haben. Die Musik ist in der Tat fantastisch. Und die Spuckkraft von Yoshi auch. Geh weg. Das ist grausam. Dankeschön. Irgendwelche komischen Geschwulste fliegen einfach durch die... Dann rollt der Baum... Stein halt... Rennt der mir jetzt hinterher. Der Stein rennt mir jetzt hinterher. Hey. Hey, Jude, oder... Hey, Vicky, hey. Nee. Meine Zunge ist plötzlich das Ding da. Wenn das mal abends im Bett so passieren wird. Wir haben das Level geschafft. Spiel, wenn du sagst, das ist das, was wir machen, dann ist das, was wir machen, Alter. Nein! Wäre auch zu schön gewesen. Es wäre zu schön gewesen. No. Was hat Nintendo sich da nur erlaubt?
Hashtag Ausrufezeichen. So. Oh, warum denn nicht treffen immer? Ich war doch so geschafft, bitte was? Maurizio, hey! Für gute Nerven. Oh, Dankeschön, Alter. Oh, 101 Nerven-Tabletten. Kosten die Cent? Nee, das war ich stark. Das war ich stark zu bezweifeln. Okay, wir haben irgendwie dieses Verlust. Wir haben, jetzt kommen die Drogendealer-Geschichten. Wir haben mal, als Frauen sich, Frauen hat gesagt, nee, pass mal auf, ist ja langweilig, also ich breche mir jetzt meinen Arm. Und, hat sie dann getan. Und, im Grunde genommen. Mussten wir dann halt ins Krankenhaus, der ganze Scheiß musste dann natürlich über Nacht erstmal ruhig gestellt werden und so. War die jetzt da? Bin ich einfach reingelaufen? Die war bestimmt da, die ist bestimmt da gespawnt. Wird mich jetzt hier nicht noch irgendwie, das wird hier nicht passieren, oder? Das wird hier bitte nicht passieren. Jedenfalls waren wir dann natürlich im Krankenhaus und es war nachts, sehr spät, ne? 3 Uhr oder so ein Teil. Und die waren dann irgendwie. Ja, stimmt, die Bosse, die werden fantastisch. Oh, die waren dann natürlich dann auch irgendwie relativ froh, uns da los zu sein, weil mit so zwei so jugendliche, sportliche Gestalten, was sollen die im Krankenhaus? Wir sind ja so fit gewesen, was wollen wir da überhaupt? Ich muss jetzt speichern. So, nicht, dass ich das jetzt wieder verkacke. Und da haben die einfach gesagt: Pass mal auf, sollst ja gut schlafen, Mädchen. Nehmen wir jetzt einfach mal 6 Blister Morphium mit. Oder Morphine, nicht Morphium, sondern Morphine. Die sind mittlerweile abgelaufen und liegen immer noch bei uns im Schrank, weil ich habe keine Ahnung, wie oder wo man die entsorgen darf. Ich kann die nicht einfach in den Müll schmeißen. Irgendwer durchsucht dann den Müll und findet da irgendwie irgendwelche komischen. Als wäre das nicht alles schon schlimm genug, spawnen halt einfach. Also jedenfalls haben wir jetzt abgelaufene Morphine. Ich überlegte die ganze Zeit, ob die dann mit dem. Ob die mit der Zeit wohl besser werden. Also ob die so sind wie so ein guter Wein oder so, weißt du? Je oller, je doller und den ganzen Scheiß. Aber vielleicht sind sie das auch nicht. Wenn die der Apotheke abgeben. Wäre wahrscheinlich wirklich eine Idee gewesen. Tschö. Das ist aber auch keine Lösung, Alter. Ich hätte dir doch Morphine geben können. Du hättest doch nicht direkt jetzt gehen müssen. Da ist noch so viel to live for. Zum Beispiel meine tollen Tabletten. Würdest du bitte. Na, dankeschön. War kein Interesse an den Tabletten lassen. Plötzlich erscheinen willkürliche Türen. Also, die müssen man wirklich mal. Also, es gibt mir sicher. Ich kann mir. War das jetzt mein Monitor, der geflackert hat, oder war das das Spiel? Bin mir nicht ganz sicher, was mir gerade lieber wäre. Genau, der Score ist zu niedrig, muss eindeutig normal gespielt werden mit einem höheren Score. Im Grunde genommen 100%. Weil ansonsten, das wäre ja dann auch doof, weil wir können ja so nicht mal mehr 100% Level zeigen. Das ist ja alles geschummelt. Weißt du, das ist ja alles, ich habe scheinbar eine Blume eingesammelt. Ich weiß nicht warum. Die macht bestimmt irgendwas Böses. Macht nichts Böses. Nein. Wo ist er hingeflogen? Na gut, man sagt ja dann, du kannst sein, was du sein willst. Blag sagte dann gut, dann bin ich halt ein fliegender Lavavogel. Ein Phönix sozusagen. Aha. Haben wir da deinen Finger im Spiel? Ich verstehe schon. Das tut immer so unschuldig. Ja, aber ich sag dir jetzt für ein doofes Spiel, wer macht denn sowas? Geh mir das zurückgeben. Wer macht denn sowas? Und ich hätte die Herr. Na, Martinho, Alter. Willkommen bei dem nächsten tollen Albtraum. Martinho McMark. McMark. Sehr schön. Oh, no. Oh, so you're still on the baby side, Yoshi. Baby-Typ, geh weg. Wir müssen den Typ jetzt besiegen. Möchte ich wissen, wie die Bosse jetzt in diesem wunderbaren ROM-Hack funktionieren? Möchte ich das wirklich wissen? Das ist jetzt eine Frage. Möchte ich wirklich erfahren, welche Dramen mich erwarten? Bisher haben wir nur einen Haufen gottverdammten Slowdown. Aber einen großen Haufen. Slowdown, nicht andere Haufen. Das Ding ist da. Der macht bestimmt eine. Du kannst nicht auf einmal das Ding daneben in meiner Lücke spawnen, in der einzigen, der ich in diesem gottverdammten Dreckslevel sicher begegne. Nein, 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 nein.
Nein, nein. Ich habe keine Chance. Ich habe keine verdammte Chance. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Die Dinger fallen. Was geschieht? Die Eierblume ist weg. Ich kriege keine neuen Eier mehr, weil die Eierblume verschwunden ist. Was auch immer das war. Ich nehme es mal in den Mund und verbreite und schlucke es runter. Gut. Möchte ich das auch runterschlucken? Ja? Möchte das da gerne. Was hat mich jetzt überhaupt getroffen? Es war nicht. Nee. War nicht mal mehr etwas. Das sieht aus wie Chemik, aber es ist kein Chemik. Nein, nein. Das war letzte Sekunde. Wer braucht schon Satzbau? Ich nicht. Ich habe das nicht nötig. Da habe ich jetzt keine Chance, mich zu wehren, oder was? Wollen Sie mich verarschen? Jetzt mal ohne Kack. Wollen Sie... Ich hasse deinen blauen Arsch. Gib mir. Ja. Ja. Nein. Ich habe den Falschen getroffen. Nein. Gib mir das zurück. Gib mir das. Ich möchte das haben. So. Ja. Jetzt nichts hier spawnen. Eine Sekunde mal nichts spawnen. Danke. Habe ich gewonnen. Ich habe gerade unter anderem einen lila Yoshi gegessen. Und das ist immer das Schlimmste, was ich heute Abend getan habe. Das ist, du bist doch längst nackt. Füge dich. Dein Schniedelwutz muss nicht zwingend rausgucken. Gut. Grüne Plattform. Vielen lieben Dank, Spiel. Der Typ ist so doof. Warte mal, vielleicht kann ich ihn totstampfen. Vielleicht kann ich ihn totstampfen. Aufessen? Ja, nein. Gib mir, was auch immer das ist. Spring! So angespannt, dass ich draußen habe. Ich habe Angst. Irgendwas ist da gerade am Flackern gewesen. Ich habe das gesehen. Ich habe das Spiel. Nee. Der schießt es in die komplett andere Richtung. Ja gut, warum auch nicht? Du bist nackt, füge dich. Gute Argumente. Hashtag MeToo. Ich muss den Typ mit der runtergelassenen Hose nur noch einmal mit meinem Ei berühren. Dann habe ich gewonnen. Können wir das bitte tun? Das wäre schön, Spiel. Ich kann den also auch mit Stampfen nicht umbringen. Der will ich auch gar nicht haben.